Human! Denn ich will ein Held sein. Held sein. Halt dich an mir fest. Halt mich ganz fest. Denn ich will ein Held sein. Held sein. Der Mut sie verlässt. Und am Ende wird man sehen, ob wir gemeinsam diesen Test bestehen. Bevor ich es vergesse, Leute, ich wollte euch noch zeigen, wie ihr Latios finden könnt. Passt auf. Zunächst einmal ist wichtig, ihr braucht Top-Schutz und ihr braucht ein Pokémon mit einem Level unter Level Dings hier, Dings und Bumsens. Unter Level 40, so. Wenn ihr genug Top-Schutz habt und sowas, dann taucht ihr von Xeneroville hier runter, geht hier raus und dann taucht ihr hier auf. So. Jetzt habt ihr die Route gewechselt. Dann macht ihr es ganz einfach, ihr benutzt jetzt euren Top-Schutz. Und schwimmt hier hin und her und hin und her und hin und her. Und das macht ihr dann die ganze Zeit. So. Ja, also es taucht jetzt nichts auf, man sieht es schon. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen. Dann taucht ihr wieder runter, wenn es nicht auftaucht. Und wenn ihr wieder hier seid, dann taucht ihr wieder auf. Dann benutzt ihr wieder einen Topschutz. Machen wir jetzt nochmal eben die letzten Topschutz. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Haben wir denn das Richtige vorne? Ja. Da könnt ihr immer so weitermachen. Und man merkt ja echt, da kommt nichts. Das macht aber nicht so viel. Einfach den Topschutz eben verballern. Das ist nicht schlimm. Und dann taucht ihr wieder runter und wieder auf. So. So, 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 so. Beutel, Topschutz. Ja, und das hier, ihr werdet euch gleich wundern, dass gleich schon Latios da ist, obwohl ich es nicht angetroffen habe. Aber ich sag dann im Video auch, dass ich das nachhinein zeige, wie das funktioniert mit Latios-Suchung und so. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe schon Schlusswort und so gemacht und den Part beendet. Und dann fiel mir auf einmal ein... Oh, verdammt, du hast gar nicht gezeigt, wie du jetzt Latios gefunden hast. Ja, auf jeden Fall habe ich es so gemacht. Immer hin und her und hin und her. Also wundert euch nicht, wenn da gleich was anderes geschnackt wird. So. Vielleicht funktioniert das ja jetzt sogar nochmal. Ich meine, Latios ist vorhin aufgetaucht. Die Chance ist sehr gering, dass es jetzt nochmal hier auftaucht. Also... Es wird irgendwann auftauchen, wenn man genug Top-Schutz hat, aber unter diesen paar Top-Schutz wird es bestimmt nicht funktionieren. Wir versuchen es trotzdem eben. So. Oh, ich bin schon wieder immer noch ein bisschen verschnupft und erkältet, aber nicht mehr so, so, dass ich kaum reden kann. Ich hatte auch in letzter Zeit nicht viel Lust zum Aufnehmen. Ich habe das immer nur offscreen gemacht, das Latios gesucht. Und auf tausend verschiedene Art und Weise und immer wieder versucht zu fangen und das stundenlang. Und das hat nicht funktioniert. Und ich bin froh, dass ich das offscreen gemacht habe, weil ich bin so erkältet gewesen und so schlapp, dass ich keine Lust zum Aufnehmen hatte. Aber ihr merkt davon ja nicht viel, da ich ja so viel voraufgenommen habe, dass ihr immer mit Videos versorgt seid. So, zwei Top-Schutz noch. Wenn das nicht funktioniert, ist Pech. Ganz einfach. So. So, dann seht ihr mich gleich oder hört ihr mich gleich im Video. Aber so könnt ihr es auf jeden Fall machen. Holt euch mindestens 30 Top-Schutz vorsichtshalber. Wenn das nicht funktioniert... Zu geil, ich fasse das nicht. Ja, es ist ja epic. So könnt ihr Latios ganz einfach finden. Dass das jetzt sogar im Video funktioniert hat, ist ja geil. Hätt ihr nicht mit gerechnet? Ja, werfen wir einfach mal einen Hyperball und gucken einfach mal, ob es drin bleibt. Nö. Hab ich mit gerechnet. Ihr seht dann gleich meinen Versuch, dieses Latios zu fangen. Viel Spaß damit. Und wundert euch nicht, dass ich ganz andere Sachen auf einmal sage. So macht ihr das auf jeden Fall mit Latios. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Tschüss. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Ich habe Latios gefunden. Ich werde euch im Nachhinein erklären, wie ich das gemacht habe. Und zwar erkläre ich jetzt mal eben ganz kurz. Ich habe Latios schon einmal gefunden, wie ihr sehen könnt, mit der Energie. Und da habe ich ein Safe State gemacht. Allerdings hatte ich nur einen Superball dabei und habe dann mit dem Safe State versucht, da irgendwie was zu reißen. Ja, aber da nach anderthalb Stunden Versuchen ist Latios einfach nicht drin geblieben. Deswegen bin ich nochmal neu, bin ich auf Flüchten gegangen oder es ist geflohen. Und ja... Meine Strategie sah so aus, ich hatte Elektroball vorne, habe Topschutz eingesetzt und dann ist es irgendwann aufgetaucht. Wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch gleich. Und dann habe ich mir überlegt, ja scheiße, wie flüchtet ihr, was machst du jetzt? Da habe ich dann Finale eingesetzt und es so weit geschwächt bis zu den KP und dann auf X-Bud gewechselt. Aber X-Bud beherrschte da noch keinen Horrorblick. Das ist dämlich, hätte mir aber auch nichts gebracht. So,
Jetzt das Problem. Es ist halt nicht im Pokéball geblieben. Ich bin dann nochmal auf Flüchten gegangen und... Oder es ist abgehauen und so. Und dann bin ich einkaufen gewesen und sowas. Neue Top-Schutz und Pokébälle verschiedene. Ja. Was ich jetzt aber nicht mitbedacht habe, dass es ja die KP-Anzahl behält. Und damit es auftaucht, muss man ein Pokémon haben, was unter Level 40 ist. Dementsprechend haben wir hier King Stritty, Level 38. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn es volle KP gehabt hätte, King Stritty einzusetzen, Finale zu Expert wechseln. Ich habe ihn mit einer Herzschuppe nämlich Horrorblick beigebracht, so dass wir das behinderte Latios da behalten können. Aber leider geht das nicht. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal so es zu fangen. Das letzte Legendäre. Wir setzen einen Tauchball ein. Ja, wir werden alles versuchen an Bällen. Irgendwann muss es ja mal drin bleiben. Das hat nichts gebracht. So, ich mache aber... Ja, okay. Gut. Superball. Ja, will das nicht. Okay. Machen wir weiter. Wisst ihr was? Wir machen jetzt, hier ein Safe State. Safe. Okay. Gut, dann versuchen wir jetzt einen Hyperball. Oh, schade. Fast hätte es geklappt. Ein Netzball. So. So, entschuldigt bitte. Ich habe eine Tastenkombination benutzt, um den Emulator zu schließen. So, Hyperball. Los. So, das versuchen wir gleich nochmal mit dem Superball. Los. Auch nichts. Okay. Dann den Tauchball. Das versuchen wir so lange, bis das Vieh drin bleibt. Irgendwann wird es sich ergeben müssen. Netzball. Will es nicht. Okay. Superball. Yeah. Nein. Was ich nicht verstehe, ist, dass es beim Hyperball so drinne bleibt. Also fast dreimal drinne bleibt. Bei den Mehrfachaufnahmen. Ich habe das ja schon tausendmal versucht mit dem blöden Vieh. Da habe ich Superbälle draufgeschmissen wie ein Wahnsinniger und da ist auch dreimal gewackelt, aber ist wieder rausgekommen. Und ich verstehe nicht, warum der Hyperball da nicht effektiver ist, obwohl es ja der bessere Pokéball ist, und es einfach mal drinnen bleibt. Das Vieh verarscht mich nämlich. Superball, los! Nix. Netzball, los! Nix. Hyperball, los! Ah! Hyperball, los! Komm schon! Oh Mann, ich will das einfach nur noch beendet haben. Komm schon, bleib drin! Ja, wenn man stundenlang hinter dem Vieh herrennt, es findet und es einfach nicht drinne bleibt, wie... Ich habe schon so viele Stunden jetzt an diesem blöden Vieh gehangen. Das ist übertrieben. Das nur, weil es sich so behindert wehrt. Und wenn es nicht innerhalb der nächsten Minuten drinne bleibt, dann werde ich das einfach so lassen. Dann fange ich es nicht mehr, dann ist Pech. Fertig. So. Nochmal... Nein. Tauchball. So, 7 Minuten probiere ich es jetzt ab jetzt maximal. Wir haben es jetzt 14:48, dann bei 14:55 werde ich abbrechen, die Sache. Dann hat sich die Sache für mich auch erledigt. Fertig. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, Leute. Seht ihr, es wackelt dreimal. Genauso hatte ich das auch mit dem Superball. Deswegen verstehe ich das auch nicht, warum das so behindert ist. Ich werde mir die Geschwindigkeit ein bisschen hochschrauben. Dann brauchen wir uns die ganze Zeit die Taste gedrückt halten. Geht das auch anders? Los! So, weiter. Ja, genau. Hyperball. Also bei Latios klappen sich echt die Fußnägel hoch bei dem blöden Mistvieh. Weil es sich einfach so behindert wehrt. Echt. Wenn ich nur ein Dingsierball hätte. Wie heißt der nochmal? Ein Flottball oder so. Aber nein. So. Latios, du bist ein kleiner Pisser. Weißt du das eigentlich? Niemand kann dich leiden. Besonders nicht die Pokémon auf meiner Box. Die schämen sich mit dir, in einer Box zu sein nachher. Darum willst du auch nicht rein, ne? Weil du gemobbt bist. Du bist ein gemobbtes Pokémon. Netzball. Bringt nichts, das ist ja Psychoflug, das blöde Vieh.
Von daher ist das egal. Und schon wieder dreimal gewackelt und nicht drin geblieben, das blöde Mistvieh. Und wieder raus. Machen wir gleich nochmal Hyperball, los! Ich erinnere mich da wirklich an einen Let's Player namens Ironclaw LP. Der hat mal eben so ein Ho-Oh mit einem Pokéball gefangen. Ja. Fällt mir auch nichts zu ein, wenn ich dann hier mit einem behinderten Pokémon hänge, das ich einfach nicht fangen lassen will. Ich gebe ihm sogar Abwechslung. Wir versuchen ja verschiedene Pokébälle. Aber es scheint so, als ob der Hyperball wirklich der Ball ist, in dem es letztendlich drinbleiben kann und möchte. Oh, noch 5 Minuten. Dann hat sich die Sache, weil ich habe keine Lust mehr, hier elendig lange an dem blöden Vieh rumzuhängen. Wenn ich wenigstens wechseln könnte, das wäre dann wenigstens eine Maßnahme. Wisst ihr? Wisst ihr? Problem ist, das Vieh überlebt keine einzige Attacke von mir. Und bevor ich nämlich angreife und wechseln kann, wird das Vieh flüchten. So sieht das nämlich aus. Ich mache das jetzt anders. Mach das hoch. So, jetzt machen wir hier an dieser Stelle nochmal Safe State. Weil ich es kann. Nee, damit ich nicht die ganze Zeit immer wieder dasselbe machen muss. So. Jetzt geht das nämlich ein bisschen fix, da brauche ich nicht mal runterdrücken oder sowas. So, irgendwann muss es doch mal drin bleiben. Oder auch nicht. Ja, scheiß jetzt auf die anderen Bälle. Hat keinen Sinn und Zweck und Verstand und so. Ja klar, ich könnte jetzt mit meinem King Stritty Finale nochmal einsetzen. Dann ist es tot, aber Latios wird auch sterben. So sieht das dann nämlich aus. Ach ja. So, es will immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Und immer noch nicht. Egal, fick dich ins Knie. Noch 4 Minuten, Latios, und dann bist du mich los, weil dann töte ich dich nämlich. Dann ist mir das nämlich scheißegal. So, weiter geht's. Weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Fick dich. Ach ja. Latios, du Hure. Obwohl, das ist ja... Wieso ist Latios eigentlich männlich? Legendäre Pokémon sind doch immer Neutrum, oder nicht? Soweit ich das weiß. Ah, dann ist das ja gar kein legendäres Pokémon, wenn es ein Geschlecht hat. Ist denn dann auch, wie heißt es noch, Latias ein Weibchen? Weil was kriegt man denn dann, wenn man Latios und Latias in die Pension gibt? Kommt da dann auch ein neues legendäres Pokémon bei raus? Vielleicht ein Neutrum, vielleicht ein Mewtwo. Oder ein Ho-Oh, oder ein Lugia, oder ein deine Mutter. So, noch 3 Minuten. Dann hat sich die Sache für mich endgültig erledigt, weil ich habe keine Lust mehr auf dieses blöde Mistvieh. Und mir so ein Kack hier mit, oder so ein Kack mit anzunehmen. Nach diesem Part gibt es noch ein Video. Und zwar ein Video, was für mich fertig gemacht wurde. Von einem herzensguten Abonnenten. Und zwar dem Nico. Er hat ein Video für mich fertig gemacht für dieses lange Projekt, was ich so lange gezockt habe, ein Abschiedsvideo. Und ja, das wird das letzte Video sein, was für dieses Projekt hochgeladen wird. Und das wird beim nächsten Mal kommen. Ich habe es mir schon angeguckt, was er da gemacht hat, und das ist einfach voll toll. Gänsehaut-Feeling pur. Da werde ich auch nicht mehr viel zu erzählen. Ich werde das hier als letzten Part machen, als letzten regulären Part. Und dann ist das andere einfach nur der Abschiedspart so. Fick dich. Oh, ey. Du willst mich ärgern, ne? Latias? Da kriege ich gleich wieder Aggression. Und ich wollte heute eigentlich einen Aufnahmemarathon machen. Um ein paar Projekte zu Ende zu bringen und so. Weil, ich ein bisschen am Upload-Plan rumbasteln will. Ich habe ja im Moment 7 Projekte. Also, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon ein anderes vorbei oder so. Und ja, 2 Videos... pro Woche vom selben Projekt. Ist zwar cool, aber das stellt die meisten wahrscheinlich nicht zufrieden, so würde ich sagen. So, noch 1 Minute, dann haben wir es geschafft. So, jetzt versuchen wir nochmal einen anderen Ball, einen Netzball.
Ach, das will er nicht. Vielleicht ja ein Tauchball? Bei einem Lugia würde das bestimmt was bringen, weil Lugia lebt ja am Meeresgrund. Fuku, Fuku, Fuku. So. Ach Mensch, Latios. Du kleiner Sporken. Fuku. Oh, wenn das wie, wenn ich wenigstens eine Attacke machen könnte oder wechsle, ne, wäre das so epic. Mann. Alter. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, das steht auch im Internet so. Mit Voin genau. Man hat Voin genau vorne mit Ausweg los und ja. Dann kann der Gegner nicht flüchten. Ich habe auch, glaube ich, noch einen Voin genau, ne? Stimmt, ich habe ja noch eins. Wollen wir das mal versuchen? Ich habe keinen Top-Schutz mehr und so. Cheater. Ja, wisst ihr was? Wir versuchen das jetzt nochmal. Gut, dann flüchte mal. So, wir tauchen hier runter. Dann zeige ich euch eben, genau. Ja, dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe, dass Latios aufgetaucht ist. Ich meine, wir haben schon wieder ewige Zeit verbraucht. Ja, das ist auch cleverer. So, Pokémon bewegen. Wo haben wir es denn? Bin ich jetzt blind? Alle anderen haben es wahrscheinlich schon längst gefunden. Moment, ich hatte auch einen Voin genau, oder nicht? Shit, habe ich tatsächlich kein Voin genau. Scheiße. Nein. Ich habe gedacht, ich habe einen Voin genau. Hatte ich einen Iso? Cheater. Verdammt. Ja, dann können wir das wohl doch nicht machen. Schade. Hätte ja klappen können. Ach, dann war das in der Randomizer, ne? Randomizer in das Log. Verdammt. Verdammt, verdammt. Hat sonst jemand hier dieses Bericht? So. Nein. Senkt an. Irgendjemand sagte, dass dieses Pokémon hier diesen komischen Pokémon-Virus hat. Ich weiß aber nicht, woran er das erkannt hat. Weil ich sehe da keinen Unterschied irgendwie. Es gibt ja diesen komischen Poke-Virus. Und der gibt mehr Erfahrungspunkte dann und sowas. Aber woran man das erkennt, keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Nö. Ist auch kein Unterschied irgendwie. Naja, egal. So wie es aussieht, habe ich wirklich... Achso, Verlust der Genauigkeit. Ja, ich habe kein Pokémon, was irgendwie diese Fähigkeit hat, mit nicht flüchten können. Bericht. Ja, das sind die beiden Shinies. Einmal männlich, einmal weiblich. Okay, gut, dann war's das. Ich habe das Pokémon nicht und fertig. Hat sich erledigt für mich. Gut. Wie wird's weitergehen? Es wird noch ein Video kommen und das ist dann das Abschiedsvideo. Und wirklich toll gemacht, ihr werdet es lieben. Und ja, ich fand dieses Projekt super geil. Es war verdammt schwierig als Nuzlocke. Vor allem mit meinen Regeln, man kann es noch schwieriger gestalten, aber ich glaube, das wäre zu übertrieben in diesem Game. Und ja, ist ein tolles Spiel auf jeden Fall. I love it so much. Und ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte mir irgendwie was noch überlegt. Aber was war das?
Oh, hier sind Katzenhaare überall. Beim Thema bleiben. Ja, wie wird's weitergehen? Wie gesagt, es wird noch ein Video kommen zu diesem Projekt, und zwar das Abschiedsvideo, was was Nico gemacht hat für mich. Super toll. Und dann ist dieses Projekt offiziell beendet und das Log bestanden. Ja. Und ja, was wird hier nachkommen? Ich werde einfach jetzt damit anfangen, die Projekte zu beenden und dann andere Projekte öfter in der Woche zu zeigen. Weil, ja, ich glaube, das Interesse bei einigen Projekten ist größer als bei anderen. Und außerdem, ihr wollt ja auch ein bisschen vorankommen. Ich meine, wenn ich 7 Projekte habe, jeden Tag nur ein Video pro Projekt, ist leichter für mich, definitiv, gebe ich ehrlich zu. Weil da kann ich 4 Parts aufnehmen und bin für einen Monat so freigestellt. Freigestellt. Ne, habe ich einen Monat schon fertig geplant, so. Aber ich mache die Musik wieder vernünftig, das ist ja nervig hier. Mal Speed, Turbo raus. So, dann habe ich es halt einfacher und ja. Aber ich habe mich doch zu etwas anderem entschieden, weil auch ganz viele gesagt haben, dass ich zu viele Projekte habe. Deswegen machen wir das so. Einzelne Projekte werden dann öfter kommen. Welches jetzt der Ersatz für das hier sein wird, ich weiß es noch nicht genau. Werden wir sehen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Ihr werdet im nächsten Part dann das Abschiedsvideo sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und schaltet wieder ein in meinen nächsten Projekten, in meinen nächsten Veranstaltungen. Und ja, bis dann und tschüss, euer Dan Goku.